Ahoi Kapitäne und willkommen zu einer neuen Runde in World of Warships. Diesmal wieder in der Kamikaze R, dem Tier 5 Zerstörer der Japaner. Hier ist die Kamikaze R. Ich habe schon mal ein Video darüber gedreht, also wer sich das angucken möchte, auch hier nochmal kurz Überblick über die Ausrüstung des Schiffes. Ist auch in einem anderen Video, ich verlinke es in der Videobeschreibung. Im anderen Video auch gut erklärt nochmal, da ist ja nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Hier beim Kapitän hat jetzt 13 Punkte, natürlich auch Bewegung, Verborgenheit, Turmdrehung und geskillt. Auch das ist im Prinzip identisch. So, was nicht identisch ist, ist das Matchmaking. Wir haben jetzt hier das Glück, als Tier 5 in einem 7er Match gelandet zu sein. Das ist natürlich ganz großartig und vor allem als einziger Zerstörer Tier 5. Na gut, Akatsuki und Gede. Gegen die beiden müssen wir nicht antreten im 1:1, die tun uns wirklich weh. Aber wir schauen einfach mal, ob wir hier jetzt als Fünfer in diesem 7er Match auch was reißen können. So, und ist ja ganz klar, Auftrag 1 in diesem Modus Herrschaft, erstmal Cap sichern. Weil übers Cappen bekommt man Punkte. So, mal sehen, was unsere Jungs da hinten machen. Nagato ganz, ganz hinten durch. Okay. Also wir fahren jetzt erstmal hier nach vorne. Das Problem ist eben, wir können natürlich, geortet sind wir ja auch, sieht man, womöglich hat ein gegnerischer Zerstörer das. Aber vielleicht haben wir das Glück, dass das auch nur ein Kreuzer ist. Also wie auch immer, wir sehen ja, wir sind jetzt hier geortet. Das heißt, irgendein Schiff kann sehen, dass wir das nächstgelegene Ziel sind, wo wir in etwa sind. Und so werden wir jetzt hier auch ranfahren. Also sollte das ein gegnerischer Zerstörer sein, dass der uns nicht sofort aufs Korn nehmen kann. Und das bedeutet, wir werden jetzt hier an dieser Insel nah dran vorbeifahren. Wir werden die Waffen aber weiterhin nach rechts ausrichten. Denn Ziel ist eigentlich, so ein bisschen auf die Insel links gleich zuzufahren. Das heißt also hier jetzt rein ins Cap. Dann werden wir jetzt hier deutlich langsamer. Und fahren einfach mal gemütlich auf die andere Insel zu, dass wir zur Not sofort durchstarten können und hinter dieser Insel gleich verschwinden können. Also sollte jetzt irgendjemand uns angreifen, Emile Bertin haben wir aufgemacht, das ist natürlich schon mal gut, haben unsere Verbündeten ein Ziel. So, und das Cappen hier in B scheint problemlos zu laufen, wenn ich mir C angucke. Da ist ein gegnerischer Zerstörer auf jeden Fall drin. Die Frage ist, wo ist der zweite? Tja, solange der uns hier in Ruhe lässt, ist ja alles gut. Weil auf der Minimap kann man auch sehen, also unsere Flotte orientiert sich jetzt doch ein bisschen in Richtung C. Die anderen in Richtung A. So, okay, wir haben jetzt B. Und weil in A noch nicht gecappt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt der gegnerische Zerstörer ist, natürlich eigentlich gleich null. Das heißt also, der für uns sicherste Punkt ist jetzt erstmal A, auch wenn die gegnerische Flotte dahin fährt. Aber damit haben wir jetzt zwei Dinge erreicht. Einmal ist da der Damage, den wir ja machen wollen. Der fährt da gemütlich rum und fährt Schlachtschiff. Und B müssen wir einfach sehen, dass wir möglichst eben nicht die anderen Zerstörer sehen. So, apropos sehen, jetzt sind wir entdeckt durch einen Flieger. Ja, das ist eben, da müssen wir mit leben. Ist nicht weiter schlimm. Einer zielt auf uns, den lass auch zielen. So, jetzt sind wir nicht mehr entdeckt, da oben ist der Flieger auch. Oh, das ging vorbei. So, die New York ist jetzt auch auf unter 7 Kilometer, also 7,5 muss man eigentlich immer so ein bisschen, 6,5 muss man anpeilen. Da darf man auch gerne mal gegen eine Insel fahren, nur um die Torps rauszubekommen. Denn, ich sag mal, 500 Meter sollte man einem Schlachtschiff auch zugestehen, dass es in der Zeit, in der die Torpedos laufen und auf das Schlachtschiff zulaufen, auch mal den Kurs wechselt. Das heißt also, wenn der jetzt ein bisschen wegdreht von uns, dann laufen die Torpedos, und das tut er ja sogar, wenn man es auf der Minimap sich anguckt, dann haben die Torpedos trotzdem noch die Chance, das Schlachtschiff zu erreichen. Bei genau 7 Kilometer in dem Moment dann nicht mehr. So, und da sind auch die drei Treffer, die Basis ist verteidigt und die New York ist raus.
Das sind doch schon mal die ersten 25.000 Schaden. Das ist super. So, dann gucken wir jetzt mal. Die Gneisenau ist uns am nächsten. 7 Kilometer war sie weg, aber auf der Minimap kann man auch ganz gut sehen, dass der im Prinzip parallel jetzt zu uns fährt. So, und jetzt der weiße Korridor macht wenig Sinn, da toppen wir gegen eine Insel. Also müssen wir da nochmal abwarten. So, 5,8, 5,4 gehen wir erst auf und jetzt werden wir hier einfach mal die Torpedos da auch ein bisschen kürzer setzen für den Fall, dass der weiter eindrehen will. So, und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier auch A cappen, denn der Gegner steht auch in B und versucht B zu cappen. Wir haben schon zwei Schiffe verloren, die anderen erst die New York. Also sind wir von den Punkten her auch hinten. Ja, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, die Miyoko. Und das ist auch ein Siebener. Der kommt hier direkt auf uns zu, also da ist nichts mit cappen. Also müssen wir jetzt sehen, dass wir wegkommen. Aber da können wir natürlich jetzt auch nochmal, ja, drei Torpedotreffer auf die Gneisenau. So, ein Brand auf die Miyoko, aber jetzt müssen wir hier weg. Das heißt Nebel zünden und au. Das tat schon mal weh. Aber Nebel zünden und hinter dem Nebel bleiben. So, und vielleicht schaffen wir es ja noch, die Gneise noch anzuzünden. Ne, jetzt ist er ja auch für uns nicht mehr sichtbar. So, dann geben wir jetzt einfach mal hier ein paar Torpedos rein für die Miyoko. Mit ein bisschen Glück fährt der da rein. So, und jetzt wieder eine Insel vor uns. Okay, also jetzt müssen wir sehen. Boost zünden, damit wir möglichst schnell gleich unterwegs sind. So, und da kommt eine Ladung von der Colorado. Und ja, danke schön, dass wir jetzt den Boost gezündet haben. Dadurch sind wir eben genau reingefahren. Ja, wie man es macht, macht man es halt verkehrt. Das ist ja immer so. Aber dafür sind wir jetzt den Torpedos hier problemlos ausgewichen durch den Boost. Also doch alles richtig gemacht. So, dann können wir nochmal wieder ein paar Torpedos auf dem Miyoko absetzen. Mit dem Cappen wird es jetzt hier in A erstmal nichts. Also können wir mal sehen, dass wir uns den Schlachtschiffen hier außen nochmal zuwenden. Der Gegner hat inzwischen auch einen Zerstörer verloren und wir halten dadurch B, sind aber immer noch von den Punkten hier hinten. So, und jetzt müssen wir gucken, man sieht ja auf der Minimap dieses Geisterschiff dort hinter der Insel und man sieht auch ganz gut unsere Verborgenheit, damit 5,4 Kilometer, diese gestrichelte Linie. Wir müssen einfach sehen, dass wir auf jeden Fall, da gibt es dann nochmal einen Treffer auf die Miyoko, ja, und die Basis auch nochmal verteidigt, wunderbar. Ja, aber der Abstand, okay, das ist alles gut. So, können wir auf die Colorado hier mal absetzen. Auch da muss man natürlich sagen, so, der ist jetzt genau 7 Kilometer entfernt. Und je länger die Torpedos laufen, umso weiter laufen sie natürlich auch auseinander. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Torpedosatz bei 5,5 Kilometer losschicke, erreicht er das Ziel deutlich geschlossener, als wenn ich das so wie hier jetzt auf 7 Kilometer habe. Ist natürlich auch immer ein Vorteil, wenn das möglichst geschlossen bleibt. So, Colorado scheint zu beschleunigen. Na, aber immerhin noch ein Treffer, sogar zwei Treffer. Das Ruder haben wir ihm auch noch rausgehauen. Oder in Antrieb war das vielmehr. Ja, sehr schön. Also zweimal mit Wassereinbruch, was im Prinzip jetzt bedeutet, auch dadurch, dass der Antrieb weg war, der musste reparieren. Und damit ist das auch wieder ein perfektes Ziel für uns. Inzwischen ist die Miyoko raus. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht aufgehen. Also bloß nicht unter diese 5,4. Ja, wunderbar, das hat geklappt. So, und jetzt werden wir hier einfach mal... Ja, toll, jetzt sind wir doch auf, weil da schon wieder so ein Flieger am Himmel ist. Jetzt werden wir einfach da die Torpedos so setzen, dass die Colorado, wenn der jetzt nicht komplett einlenkt, da in irgendwas reinfährt und auf den nächsten Wassereinbruch hoffen. So, jetzt haben wir genebelt, weil das macht ja keinen Spaß mit noch ein bisschen... um die 2000 Punkte hier offen zu stehen und durch ein Flugzeug aufgemacht zu sein. Und Emil Bertin hat dann gleich auf uns geschossen, hat uns auch noch getroffen, aber Gott sei Dank nicht so ganz hart. So, was natürlich unglücklich ist, wir haben jetzt hier genebelt und stehen außerhalb des Caps. Ah, guck mal, da zwei Treffer mit Wassereinbruch, zweimal wieder. Das wird der Colorado mit Sicherheit wehtun. Mal gucken, was sagt der Damage Counter? Ja, zählt weiter. Sehr schön. So, und jetzt fahren wir hier doch rein. Ja, und da ist die Colorado raus. Jetzt fahren wir hier einfach mal rein und bleiben nicht im Nebel stehen.
Weil was sollen wir da? Das war ja nur zum kurzen Schutz, um jetzt nicht weiter Beschuss zu bekommen. Aber weder wir noch unsere Verbündeten sehen da etwas, wenn wir im Nebel stehen. Also wenn wir jetzt hier ranfahren. So, die Gneisenau scheint sich da absetzen zu wollen zwischen den Inseln. Da kommen wir nicht ran. Aber diese Bayern, der scheint jetzt auf die Insel hier zufahren zu wollen, um da vielleicht dahinter Deckung zu suchen. Vor unseren Verbündeten, die ja auch kommen. Also da können wir mal gucken, ob wir für ihn vielleicht eine kleine Überraschung bereithalten. So, dieser Kreuzer fährt Gott sei Dank vom Cap weg. Ist also überhaupt kein Problem, dass wir jetzt hier cappen können. Na, und die Bayern hat jetzt doch ein bisschen den Kurs geändert. Ja, und jetzt dreht er auch auf die Torpedos ein. Und die gehen alle vorbei. Na gut, man kann nicht immer vorausahnen, was der Gegner macht. Aber manchmal kann man es dann doch. Also wenn man sich jetzt die Minimap einfach mal genau anguckt. Die Gneisenau ist dort weggefahren. Hinter dieser Insel. Und die Bayern... Also entweder fährt er jetzt vor dieser Insel durch, das glaube ich aber nicht. Weil dann müsste er Breitseite zu unseren verbündeten Schlachtschiffen zeigen. Der wird auch hinter der Insel, hinter der Gneisenau hinterherfahren. Ja, und jetzt hat er auch schon wieder ein bisschen eingelenkt. Deswegen haben wir jetzt die Torpedos, gerade den letzten Satz, auch einfach noch ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Dass irgendwas ihn da schon erreichen kann. Wir gucken mal. So, und die Torpedos sind auch gleich soweit. Ah, guck mal, da ein Treffer, nee, zwei Treffer, Großkaliber, einmal wieder mit Wassereinbruch. Das ist doch sehr schön. So, und die Gneisenau, gucken wir mal, oh, der bremst jetzt ab. Okay, dann werden wir das einfach mal deutlich kürzer setzen, weil offensichtlich lenkt er ein oder bremst ab, um eine bessere Position zu bekommen. Oder einfach nur, weil er weiß, dass ein Zerstörer unterwegs ist, dass er jetzt einfach mal seine Geschwindigkeit rausnehmen will, um gleich wieder zu beschleunigen. Das Problem dabei ist, wenn man ihn genau in der Phase erwischt, wo er runterbremst, um dann wieder zu beschleunigen, ist er für einen Moment sozusagen an einem neutralen Punkt. Und das ist genau dort, wo es jetzt eingeschlagen hat. Und die Gneisenau ist auch raus. So, das war jetzt Kill Nummer 3. Wir haben knapp 160.000 Schaden bis jetzt schon gemacht. Und wir sind auch gut in Führung mittlerweile. Da hat sich das Match einmal komplett gedreht. So, Bayern. Dann werden wir mal auf die Bayern schießen. Und solange jetzt hier die Landzunge zwischen uns und der Bayern ist, deswegen lenken wir jetzt auch nochmal wieder in die andere Richtung ein, kann der nicht zurückschießen, weil der uns nicht sieht. So, und wenn wir den jetzt noch anstecken könnten, das wäre natürlich perfekt. Tja, aber den steckt keiner mehr an. Da hat unsere Nagato einmal kräftig hingelangt und das war's. So, jetzt sind wir also 4 Schlachtschiffe und wir als Zerstörer gegen 3 Kreuzer und ein Schlachtschiff. Wir sind gut 500 Punkte in Front und es sind noch 7,5 Minuten zu spielen. Da ist die Frage, was kann da noch passieren? Oder anders, kann da noch was passieren? Also grundsätzlich erstmal würde ich sagen, nein, da kann nicht mehr viel passieren. Unsere beiden Schlachtschiffe hier in A, die können A verteidigen. Die anderen beiden Schlachtschiffe stehen bei B. Also B ist eigentlich uncappbar, genau wie A. Und die sind auch noch recht voll. Also da geht nichts mehr für den Feind. Oder für den Gegner. Feinde sind es ja nicht. Oh, und für Emil Bertin geht jetzt auch gar nichts mehr. Der hat von unser König einen eingeschenkt bekommen. Jo. Dann sind es 5 gegen 3. Ist die Frage, können wir jetzt noch irgendwie ein bisschen Damage machen? Weil durch diese beiden Caps, die wir jetzt haben, zählt natürlich der Counter auch munter hoch. Wenn man ein Schiff rausnimmt, zählt das auch nicht rückwärts, sondern bringt einen auch nochmal ein bisschen näher an die 1000. Ja, oder jetzt hat sich dann Emil Bertin doch nochmal gerettet. Also gerecht und hat unsere New Mexico abgebrannt. So, wollen wir mal gucken. Also da haben wir noch eine Cleveland.
Und nochmal, Emil Butter. So, die Cleveland, die kommt da gleich um diese Landzunge. Da müssen wir sehen, dass wir da rankommen, um nichts mehr zu machen, weil die Cleveland jetzt auch raus ist, hat die Nagato wieder einen weggehauen. Denn unsere beiden Schlachtschiffe in A bleiben nicht in A, macht ja auch gar keinen Sinn. Die kommen weiter nach vorne und bauen hier Druck auf. So, da ist links die König und hier Emil, der kommt jetzt um die Ecke. Müssen wir sehen, wohin setzen wir denn da die Torpedos? Das ist jetzt auch einfach so ein bisschen, tja, ist die Frage, was der macht. Also der kann eigentlich nicht nach links eindrehen, da zeigt er den Schlachtschiffen die Breitseite, also wird er da irgendwo in die Richtung fahren. So, und wir bleiben jetzt hier einfach mal im Cap. Der dreht nach links ein, nach rechts ein, das ist ja Wahnsinn. Also von uns aus gesehen nach links, von ihm aus gesehen nach rechts. Der zeigt jetzt wirklich den Schlachtschiffen die Breitseite, okay. Ja, dann können wir sehen, dass wir vielleicht noch ein paar Pünktchen machen. Mit unseren gewaltigen Guns, die die Kamikaze so auszeichnet. Nein, also es funktioniert auch schon mal ein bisschen was zu schießen, aber man schafft halt nicht so wirklich was. Ja, das ging dann deutlich schneller. Und das war's dann auch. So, wir haben 162.280 Schaden gemacht mit 12 Treffern in der Hauptbewaffnung, 16 Zieltreffer mit Torpedos. Wir haben 3 Schiffe versenkt, haben dafür den Großkaliber bekommen, haben nur einen Brand erzeugt, 2-mal die Basis verteidigt und 2 Basen erobert. Also insgesamt wieder mal eine klasse Runde, auch als Low-Tier in einem T7. Gefecht. Ja, und das hat uns dann mit 2334 Basiserfahrung auf Platz 1 gebracht. Ist ja klar, dass man als Fünfer, wenn man so viel Schaden macht, dann gut gesetzt wird. So, und hier nochmal ein Blick auf die Schiffe, denen wir geschadet haben. Also Gneisenau versenkt, Colorado versenkt, New York versenkt, Miyoko angeschossen, Bayern angeschossen und Emil Bertin angeschossen. König und Cleveland haben wir dann nur aufgeklärt. Wir sind in diesen 15 Minuten auch ganz ordentlich unterwegs gewesen mit 72 Kilometer. Ja, wie ich fand, wieder eine schöne Runde mit der Kamikaze R. Wenn du es auch so gesehen hast, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und dann freue ich mich aufs nächste Mal.